Willkommen zurück bei Grim Tales, das Vermächtnis. Und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo er war, weil ich schon seit mindestens 2 Wochen nicht mehr gespielt habe. Ach, wir haben jetzt das Foto für. Ach, ich glaube, den Bilderrahmen war das, ne? Für den Fotorahmen. Wo war denn der? War glaube ich hier hinten irgendwo draußen. Hier oben in Luisas Zimmer war da, glaube ich, hier der Fotorahmen, genau. Und wusch! Ein Wolf. Wäre ich von alleine niemals drauf gekommen, dass es ein Wolf ist. Sieht man ja. Sieht der nicht gerade aus wie ein Wolf? Sehr komische Augen, muss ich sagen. Grundgütiger, der Wolf hat die gleichen Augen wie Gray. Wie kann das sein? Weil es Gray ist. Der Wolf ist Luisa zu nahe gekommen. Ich muss ihn vertreiben. Wüsste ich nur. Da ist die Überraschung in Luisas Augen und die stärker als Furcht. Sehr schön, da kommt man nicht mal hinterher beim Lesen. Naja. Eine Säge. Da liegt doch auch was. Ein Schlüssel. Der Leuchtturm, der den Schiffen den Weg wies, war einst die Bleibe eines berühmten Jägers unserer Stadt. Harold. Oft war es, worüber die Menschen der Stadt am wenigsten sprachen. Sie erzählten sich, dass er eines Tages einen Wolf im Wald gesehen hatte und sich das Tier vor seinen Augen in einen Menschen verwandelte. Niemand konnte sagen, ob es die Wahrheit war oder nicht. Manche nannten ihn wahnsinnig, andere wiederum glaubten ihn voll und ganz. Sie glaubten auch, dass der Jäger das Geheimnis eines Trankes kannte, der Bestie in jeder Art, ja sogar den Werwolf selbst abschrecken konnte. Ja, da wissen wir doch Bescheid. Käfig. Das Papier. Ich komme an das Laufrad, deshalb ist das nicht daran. Ich muss zu die Gitterstäbe beiseite biegen. Okay. Truhe. Aha, Kombinationsschloss. Ein viel zu dreckiges Fenster und eine Briefmarke. Das Fenster ist sehr schmutzig, ich kann nicht hindurchsehen. Aber dass da eine Katze sitzt, das sieht man schon. Haken. An diesem Haken könnte ich etwas Schweres befestigen. Ein Rätsel, das wir, mit dem man noch nicht anfangen kann, oder? Die Steuertafel hat keinen Strom. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand eine ganze Verkabelung rumgespielt hat oder was auch immer. So. Ich muss sagen, hier kann sie Briefmarken drin. Genau, 15 Cent. Tür. Ach, ein Schloss brauchen wir. Ein Schlüssel, nicht ein Schloss. Der Armbrustschütze versteckt sich ziemlich schnell. Ich kann ihn nicht entwaffnen, wenn er sich versteckt. Wenn ich den Laternenmast absäge, würde ich die Laterne auf die Druckplatte fallen. Das würde ihn schützen. Herbeirufen oder was auch immer. Gut, dann säge mal. Mit einer Laubsäge. Sniperman. So, gibt's hier noch irgendwas? Nö. Doch, da ist Papier, Brief. Nehmen wir mal alles mit. Was? Ich konnte mir den Brief nicht mehr angucken. Diamantenquelle. Die Diamantenquelle untersteht dem Schutz von Lord Kane. Alle gefundenen Diamanten sind Eigentum der Regierung. Das macht da selbstverständlich jeder.
kann ich mir glatt vorstellen. Wasserfall. Das nennt man Wasserfall, okay. Busch, eine Blume. Was für eine wunderschöne Blume. Ich benötige ein Gartenwerkzeug, um sie vorsichtig abzuschneiden. Torbogen. Und die hat sich ein Wimmelbild versteckt. So, was haben wir hier? Brauchen wir eine Katze? Ja, Kätzchen brauchen wir auch. Einen Kolibri. Brauchen wir das Bonbonpapier? Ja. Einen Cocktail. Hamster. Ein Radieschen. Da. Ein rotes Auto. Ein Fisch. Aber einen Magneten brauchen wir auch, oder? Aber ein Knopf. Knopf, Knopf, Knopf. Knopf. Und Knopf. Schmetterling? Nein. Ein Fisch. Häschen und ein Becher und ein Käfer. Das ist Häschen. Hätte ja fast gepasst jetzt zu Ostern. Wenn ich ein bisschen eher angefangen hätte, das zu spielen. Ah, da ist der Becher. So, Kaffee wollte ich schon sagen. Käfer. Käfer, 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 Käfer. Wo ist denn hier ein Käfer? Käfer, komm raus, ich finde dich sowieso. Oh, da war er. So, gut gemacht. Bonbonpapier. Juhu. Da können wir jetzt gerade was einwickeln drin. So, Jagdhütte. Wachposten. Oh, da ist ein Gewehr. Ich will das haben. Oh. Ein Gewehr könnte ich gut gebrauchen. Ja, um den Wolf zu erschießen. In dem Pickup ist etwas versteckt. Ich finde nur heraus, wenn ich die Plane zerschneide. Ach, der fehlt uns schon selber, oder? Ja. Ohne Seil kann ich nichts anheben. Das Tor wird euch ein Schloss gesichert, doch wenn ich den Zaun rüttle, wird es vielleicht aus den Angeln gelöst. Wenn ich dran rüttle? Was ist denn das für eine Sicherheitsmaßnahme? Gut, hier ist auch Bibliothek, da haben wir auch noch was. Tisch. Briefmarke. Die Jagd ist ein gefährliches Geschäft. Jene, die sich ihr verschrieben haben, sind mutige Männer. Doch um ihr nicht zum Opfer zu fallen, muss die eigene Sicherheit über alles gehen. Ein wildes Tier ist schnell und gerissen. Es kann jederzeit angreifen. Wenn sie rasten, ergreifen Jäger bestimmte Maßnahmen, um sich zu schützen. Eine ist in eine bestimmte Lösung getränkte Fähnchen von ihren Zelten oder Behausungen zu hängen, um sie abzuschrecken. Nur dann kann ein Jäger tief und fest schlafen. Was denn, soll ich jetzt hier noch Wimpeln irgendwo reintauchen oder was? Eule? Die Bibliothek wurde von Lord Kane gegründet, um dem Menschen der Staat und Bildung zu schenken. So, die Notiz haben wir uns ja schon angeguckt. Damit wir ein paar Briefmarken gefunden. So, eine fehlt uns noch. Liegt hier noch einer? Ich würde schon sagen, hier nicht. Hier noch einer drauf geklebt? Nein. An der Tür eventuell noch einer? Nein. Hier?
Hier haben wir schon angeguckt, da war ja eine drin. Hier ist keine Briefmarke. Hier auch nicht. Hm. Aber wir haben da unten einen Schlüssel. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Wir haben eine Autofernsteuerung. Na, ach, Wasser können wir uns auch schon holen. Sehr schön. Können wir gleich mal was trinken. Hm. Auf dem Fenster etwas rechts von Luisa ist eine... Aha. Ja, ich weiß jetzt sofort, was ich mit dem Isolierband anfangen muss. Müssen wir irgendwas reparieren? Nee, das wäre auch zu einfach geworden. Wo brauchen wir jetzt das Isolierband? Los, hake auf. Mit dem Isolierband. Was können wir jetzt mit dem Isolierband machen? Ach so, aha. Mit dem Kabel. Da können wir sogar mal Kabel reparieren. Ach, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, ey. Dass da unten noch was ist. So, dann repariere mal. Ah, ein Rätsel. Oh Gott, ey. Schieberätsel. Ich sehe schon, was ich machen muss. Aber ich drücke trotzdem zur Info nochmal drauf. Platziere die Blöcke so, dass die Vertiefungen mit den Zylindern oben und unten übereinstimmen. Das muss dahin. Das passt hier. Der Dreier muss dahin. Der passt hier. Der Dreier muss nach da hinten. Die beiden müssen tauschen. Aber da muss ich zuerst den dahin bringen. Machen wir uns erstmal alles. Bauen wir uns erstmal zu. So. Dann geht der weg, der, der. So, der passt jetzt da oben. Was kommt denn in die Ecke hin? Oh, nee, der da. Okay, hier hinten kommt gar nichts hin.
Ach, das bleibt frei da drin. Gut. So. Ich glaube, ich habe mich jetzt mittlerweile schon komplett verfranst. Hoppala. So, jetzt haben wir es fertig. So, jetzt bleibt uns aber noch was Gewichtiges, sag ich schon. Was Schweres hier unten.